Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute gibt es das versprochene Video zur Sicherheit in der Formel 1 und gleichzeitig muss ich euch aber auch mitteilen, dass dies hier die letzte Folge dieser Playlist F1 einfach erklärt ist. Diese Videos erfordern sehr viel Recherche und auch sehr viel Zeit. Mein Hauptaugenmerk liegt in Zukunft mehr auf die News, das FAQ, die F1 Grand Prix Vorschau sowie den ein oder anderen Livestream auf Twitch. Also wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, solltet ihr diesen Kanal abonnieren, aber jetzt legen wir mal mit dem Video los. Als 1950 die erste Formel 1 Saison anfing, gab es so etwas wie Sicherheit nicht, beziehungsweise nur die Trommelbremsen, die man 5 Jahre später durch Scheibenbremsen ersetzte. Weitere 6 Jahre später wurden Überrollbügel eingeführt, die 5 cm über dem Piloten installiert werden mussten. 1963 wurden Flaggensignale eingeführt und der Feuerschutz wurde durch stabilere Tanks verbessert. Außerdem waren doppelte Bremskreissysteme, bruchfeste Schutzhelme und Rennoveralls zu dem Zeitpunkt Pflicht. Die Cockpits wurden zum schnelleren Aussteigen umgebaut. 1969 wurde ein doppeltes Feuerlöschsystem eingerichtet. Ab 1970 überprüfte die FIA vor jedem Rennen auf der Rennstrecke alles auf deren Sicherheit. Vorgeschrieben wurden doppelte Leitplanken, eine Boxenmauer und ein 3 Meter Sicherheitsabstand der Zuschauer zu den Streckenbegrenzungen. Ab 1971 musste sich jeder Fahrer innerhalb von 5 Sekunden aus seinem havarierten Boliden retten. 1972 wurden die Kopfstützen und rote Rücklichter eingeführt. Die Tanks erhielten einen Sicherheitsschaum, der 6-Punkt-Sicherheitsgurt wurde zur Pflicht und erste Verhaltensregeln wurden für die Fahrer festgelegt. 1973 wurde der Tank sicherer ummantelt und die Fahrer mussten Medizinchecks bestehen, um an den Rennen daran teilzunehmen. 1974 wurden die Fangzäune zur Pflicht. 1975 wurden feuerfeste Overalls zur einheitlichen Standard. Zur Pflicht wurden medizinisches Dienstpersonal an der Rennstrecke und auch Streckenposten. 1977 standardisierte die FIA Kiesbetten und Helme. 1978 benötigten die Fahrer eine offizielle Lizenz, um an den Rennen antreten zu dürfen. 1979 wurden die Cockpitöffnungen größer und einige Fahrer traten in 5-schichtigen feuerfesten Rennoveralls an, wie zum Beispiel Niki Lauda, der sich dafür stark gemacht hatte. 1980 wurden die Streckenkrankenhäuser zur Pflicht. 1981 wurde der Fußbereich im Monocoque erweitert. 1984 führte die FIA die Superlizenz für die Fahrer ein und das Nachtanken während des Rennens wurde verboten. Außerdem musste der Tank zwischen Fahrer und Motor sein. 1985 wurden Frontalcrashs mit Hilfe von Crashtests ermittelt. 1986 wurden Streckenärzte und Hubschrauber zur Pflicht. 1987 übernahm die FIA auch auf nicht permanenten Rennstrecken die Sicherheitsverantwortung. 1988 wurden Crashtests für das Monocoque und den Tank eingeführt und die Füße des Fahrers durften nicht mehr über die Vorderachse hinausragen. Des Weiteren wurde ein Renndirektor einberufen. 1989 mussten die Leitplanken mindestens 1 Meter hoch sein und die Boxenmauer 1,35 Meter. 1990 mussten die Lenkräder abnehmbar sein, die Rückspiegel größer und die Rettungsübungen für Fahrer absolviert werden. 1991 führte die FIA Tests für Überrollbügel, Gurte und die Überlebenszelle ein. 1992 wurden die Crashtests verschärft und das Fahrzeug eingeführt, mit dem Bernd Meinländer seit 19 Jahren unterwegs ist, nämlich das Safety Car. 1993 wurde die Kopfstütze von 80 Quadratzentimetern auf 400 Quadratzentimetern verfünffacht, die Heckflügelhöhe wurde limitiert und der Abstand zwischen Frontflügel und Boden vergrößert. Außerdem wurde die Reifenbreite von damals 18 auf 15 Zoll reduziert und nur noch standardisiertes Benzin gehörte in den Tank. 1994 wurde das Nachtanken zwar wieder erlaubt, doch das Tankpersonal musste feuerfeste Anzüge tragen. Eine neue Expertengruppe überlegte sich neue Sicherheitstechnologien. 27 riskante Kurven sollten entschärft werden. Weiterhin wurden die Reifenstapel getestet und durch Gummibänder gesichert. Die Boxengassengeschwindigkeit wurde im Training auf 80 km/h und im Rennen auf 120 km/h gedrosselt. Standards für die Helme wurden verschärft. 1995 wurden die Crashtests verschärft und Seitencrashtests wurden eingeführt. In Bezug auf die Superlizenzerteilungen wurden strengere Kriterien eingeführt. 1997 wurden Unfalldatenschreiber wegen der Unfallanalyse in die Boliden installiert. Am Heck und an den Seiten wurden kleine Zusatzflügel verboten. Außerdem wurden Heckaufpralltests eingeführt und die Reifenstapel mussten verschraubt sein. 1998 wurden die Boliden von 2 Meter auf 1,80 Meter schmaler und die Boliden geräumiger. Rillenreifen lösten die Slickreifen ab, um die Kurvengeschwindigkeiten zu reduzieren. Dass die Piloten das kritisierten, brauche ich euch nicht zu erzählen. Zwischen dem Aussteigen des Piloten und dem Wiederaufstecken des Lenkrads durften nur 10 Sekunden vergehen und die Rückspiegel mussten die Maße 120 x 50 mm entsprechen. 1999 wurden Kabel am Chassis installiert, damit die Reifen nicht mehr herumfliegen und jemanden verletzen. Der Fahrer musste von nun an mit der gesamten Sitzschale aus dem Auto gehoben werden. Des Weiteren wurden die Frontcrash-Tests weiter verschärft und die Kiesbett-Auslaufzonen wurden mehr und mehr asphaltiert. 4 Rettungsfahrzeuge und ein Vierarzt waren ab dann Pflicht. Im Jahr 2000
2000 wurde die Front Crash Aufprallgeschwindigkeit von 13 auf 14 Meter pro Sekunde erhöht. 3,5 mm waren die Kohlefasernwände des Cockpits dick und 2,5 mm davon mussten aus Kevlar bestehen. Der Überrollbügel wurde um 20 mm auf 70 mm erhöht und sollte den Helm besser schützen. Außerdem musste er seitliche Kräfte von bis zu 2,4 Tonnen aushalten. Die Räder wurden durch bessere Halteseile befestigt. 2001 erhielt ein Fahrer eine 10 Sekunden Stop-and-Go-Strafe, wenn er die blaue Flagge dreimal ignorierte. Durch einen neuen Sicherheitscode wurden die Streckenposten besser geschützt und die Kopfstützen mussten einer viergenormten Befestigung stabilisiert werden. Die Cockpitwände mussten Richtung Heck um mindestens 16 Grad erhöht werden, um mit der Kopfhöhe des Fahrers übereinzustimmen. Der Seitenaufpralltest erfolgte nun mit 10 statt 7 Meter pro Sekunde und der Frontflügel musste mindestens 50 mm vom Asphalt entfernt sein. 2002 wurden die hier gezeigten Aktionen auf der Strecke mit verschärften Zeit- bzw. Boxendurchfahrtsstrafen geahndet. Ab dem Jahr wurde auch ein seitlicher Crashtest am Heck eingeführt. Dort wirkte 30 Sekunden lang eine 4-Tonnen-Kraft auf die Kohlefaserwand ein und nichts durfte sich verformen. Außerdem wurde die Heckleuchte vergrößert. 2003 wurde auf diesen 5 Strecken groß umgebaut und sie auf aktuelle Sicherheitsstandards wie neue Rettungswege, größere asphaltierte Auslaufzonen und entschärfte Boxenausfahrten gebracht. Des Weiteren wurde das Handsystem für alle Fahrer Pflicht. 2004 bekam Monaco eine neue dauerhafte Boxenanlage. Bahrain und Shanghai setzten auf den höchsten Sicherheitsstandard. Zudem rief die FIA einen neuen Helmstandard aus, der noch höhere Anforderungen stellte. 2005 verbreiterten sich die Cockpit-Schutzpolster um 25 mm auf 100 mm. Ab dem Zeitpunkt waren doppelte Hochleistungsfaser-Halteseile Pflicht, denn sie mussten eine Kraft von bis zu 6 Tonnen aushalten. Die aerodynamischen Bauteile und der Frontflügel durften aus nichts anderem bestehen als aus Kevlar. Sie sollten bei einem Unfall den Splitterflug reduzieren. 2006 wurde die Aufprallgeschwindigkeit vom Heck um 3 Meter pro Sekunde auf 15 Meter pro Sekunde erhöht. Aufgrund von umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen setzte der Große Preis von Belgien für ein Jahr aus. 2007 betrug das Tempolimit in der Boxengasse statt 100 km/h 80 km/h. Die Boxengasse schloss sich, wenn das Safety Car auf die Strecke kam und wurde erst wieder geöffnet, wenn das Fahrerfeld hinter dem Safety Car war. Zudem durften überrundete Fahrer das Fahrerfeld und das Safety Car überholen, da es sonst zu einem Restart mit Behinderungen kam. Im Cockpit wiesen Leuchtdioden als Sicherheitsinformation zu den Flaggen hin. 2009 investierte die FIA 60 Millionen Euro in ein Sicherheitsprogramm für den Nachwuchs, in ein Trainingsprogramm für die Leute an den Strecken und für die Streckensicherheit. Das Ganze wurde durch diese 5 Herren zusammengefasst. Da Felipe Massa beim Ungarn-Qualifying von einer Feder getroffen wurde, diskutierte man über eine Kuppel, aber die Kritiker sahen die Formel-Fahrzeug-DNS als gefährdet. 2010 wurde das Nachtanken wieder verboten, die FIA verschärfte aufgrund des zugenommenen Leergewichtes die Crashtests. 2011 wurde immer noch über eine Kuppel bei einem Boliden diskutiert, da diese die Schwachstelle ist. Bei einer Safety-Car-Phase musste der Fahrer seine Geschwindigkeit um 40% drosseln. Das Ganze gilt für 2 Runden. 2012 mussten die Crashtests bereits zu Testfahrtenbeginn bestanden werden und die Seitenaufprallanforderungen wurden nochmals verschärft. Der verteidigende Fahrer durfte einmal die Ideallinie verlassen, aber nicht mehr zu dieser zurückkehren. Die Nase bekam einen 7,5 cm großen Knick, denn dadurch wurde verhindert, dass ein Bolide bei einem Unfall nicht über einen anderen Boliden rutschte. Aufgrund des Startcrashes in Spa wurde die Kuppeldebatte bereits zum 3. Mal neu diskutiert, sogar ein Käfig stand als Vorschlag im Raum, aber nichts davon setzte sich durch. 2013 durfte das DRS auch im Training nur in den vorgeschriebenen Zonen aktiviert werden. Pirelli stellte zur Saisonhälfte das Sortiment um, nachdem es in Silverstone gleich bei 4 Fahrern zu einem Reifenschaden kam. Helmpflicht gab es von nun an auch für die Boxencrew. Während des Qualifyings und des Rennens dürfen sich nur noch Marshalls und die Teammitglieder frei in der Boxengasse bewegen. Nur in Melbourne, Monaco, Silverstone und Singapur gilt mit 60 km/h die Boxengeschwindigkeit. 2014 wurde die Parabolika asphaltiert und wegen der Sicherheit ist die Fahrzeugnase nun 185 mm weiter unten. Das Punktesystem auf die Superlizenz wurde eingeführt. Bei 12 Punkten droht eine Rennsperre. Nach dem Unfall von Jules Bianchi in Japan wurde wieder einmal über die Kuppel diskutiert. Ebenfalls zur Debatte standen eine einheitliche Geschwindigkeit per Knopfdruck, das Safety Car sofort nach einem Unfall auf die Strecke zu schicken, eventuell Bergungsfahrzeuge ungefährlicher zu machen oder gar zu verbieten und die Kräne hinter den Barrieren zu lassen. Ebenfalls wurde ein neues Gremium mit diesen Personen zur Unfallanalyse bzw. künftiger Maßnahmenplanung installiert. 2015 wurde ein zweistufiges Radsicherungssystem und Fahrzeugnasenverbesserungen vorgestellt. Das VSC und die Skidblocks wurden eingeführt. 2016 wurde erklärt, dass das VSC auch im Training gilt. Außerdem gab es höhere bzw. größere Cockpitwände. Ab dem Zeitpunkt galt eine Fläche von 35.750 Quadratmillimeter statt wie vorher 33.000 Quadratmillimeter. 50 statt 15 kN musste die Cockpitwand beim Crashtest aushalten. Zur besseren Unfallaufklärung kamen neue Highspeed-Kameras zum Einsatz. 2018 wurde das Halo eingeführt und soll den Fahrer vor größeren herumfliegenden Teilen schützen. Obwohl alle Teams gegen den heiligen Schein waren, wurde er von der FIA eingeführt. Spätestens seit dem Spa-Unfall, wo Alonso über Leclercs Halo rutschte, wusste man, wie wichtig der Titanbügel ist. 2019 wurden die Rücklichter in den Heckflügelendplatten vorgestellt, um den Vordermann im Regen besser zu erkennen. Die Kamerapositionen
Sitzposition wurde aufgrund des Halos leicht angepasst, auch der Halo selbst wurde angepasst, um die Bergung eines Piloten zu vereinfachen. Habe ich etwas vergessen? Dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann es mit einem kostenlosen Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, ciao!